So, jetzt hauen wir Don Creek ordentlich auf den Popo, hier bei One Piece, Pirate Warriors. Um Falkenauge haben wir uns ja gekümmert. Was geht jetzt ab? Hindernisse für Gum-Gum-Raketen. Manchmal sind dir bei der Bewegung Hindernisse im Weg. Du kannst den linken Stick nach oben, unten, links oder rechts bewegen, um diesen Hindernissen auszuweichen. Okay. Okay. Das sollte man machen. Oh, einmal drehen bitte. Nochmal drehen bitte. Okay, und einmal ausweichen. Nochmal ausweichen. Und geschafft. Super. Okay. Eine neue Idee gibt es. Okay, Ruffy. Was brütest du jetzt aus mit deinem Gummihirn? Komm schon, sag es uns. Sag es uns. Ha! Okay, was hast du? Was hast du jetzt für uns? Ich bin da jetzt so gespannt drauf. Da steht Go. Das hört sich vielversprechend an. Wie jetzt? Achso, du schnappst dir eine Möwe und kannst dann reisen. Warum nicht? Feinde mit Schilden. Feinde mit Schilden blocken deine Angriffe ab. Greife sie nur oft genug an und du kannst sie durchbrechen. Bestimmte Angriffe, wie etwa mit einer Gum-Gum-Bazooka, kannst du mit einem einzigen Schuss zerstören. Okay. Mach mal erstmal Platz hier. Ich muss erstmal Bazooka auswählen. So, da ist Gum-Gum-Bazooka. Alter, mach mal Platz hier. Ich fühle mich ein bisschen eingeengt. Ohne Quatsch, ich fühle mich ein bisschen eingeengt hier. Erstmal. So, noch ein zweiter Offizier. Aha. Oh, noch so ein Mongo ist das. Okay, das sind die mit dem Schilden. Bazooka! Bazooka! So, jetzt macht man wieder ein bisschen Platz hier. Ich brauch. Oh, das war böse. Da habe ich irgendwie einen Schlag abbekommen. Das war nicht meine Absicht. Bazooka. So. Also die zweiten Offiziere da sind ordentlich wegzuhauen. So, hat den Kampfeswillen verloren. Jetzt sagt aber bitte nicht, ihr habt Perle ausgelassen. Oh, ich wäre euch sehr böse, Leute, wenn ihr... Perle, das ist der... Ich glaube, das war der erste Offizier von Don Creek. Wenn ihr den auslässt. Och nee, der war so lustig. Von wegen, ich bin unverletzbar. Ja, und dann kriegt er einen Schlag ab. Au. Was war das denn jetzt? Hätten wir einmal umdrehen müssen. Hm? Ja, Glückwunsch. Okay, wie willst du das machen? Okay. Ja, zieh, 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 zieh. Okay. Frei ist es. Du kannst es nun hindurch, okay? Ich habe nie das Zeichen von Don Creek eigentlich verstanden. Was soll das? Was soll das bedeuten, was er da hat? Sah immer komisch aus. Oh, verdammt. Nein. Nein. Meine Spezialfähigkeit habe ich wieder rausgehauen. Ah, verdammt. Das wollte ich doch nicht. Wow. Also, ich komme kaum mit diesem Sprinten. Da kriege ich schon Angstzustände. Wie genau soll ich denn da jetzt eigentlich durch? Also darüber hüpfen kann ich nicht. Okay. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich da jetzt eigentlich am besten durchkomme. Gibt es hier was zum Greifen? Die Pfeile zeigen so schön dahin. Okay, jetzt bin ich leicht verwirrt. Vielleicht gibt es da wieder was zum Ziehen. Ja, genau, okay. Ja, tu das. Tu das, tu das. Dann muss ich wieder dahin. Achso, und dann... Rakete, okay. Okay, so haben wir es geschafft. Huia! Runter! Wie macht das Ruffy überhaupt? Ach, was frag ich? Das ist doch sowieso Anime-Logik. So. Wo sind wir denn nun gelandet? Meine Fresse, Don Creeks Schiff wurde aber ordentlich auseinandergenommen. Da ist ja gar nichts mehr übrig. Wow. Wir müssen uns ein bisschen bewegen. Hoppa.
Und geschafft. Yes. Okay, weiter geht's. Wir haben es ja gleich erreicht. Noch ein zweiter Offizier. Hey, Koch. Suche einen Weg zu Sanji. Ja, das machen wir doch gerne, unser Sanji. Wir lieben ihn doch. Ich habe aber echt das Gefühl, die haben nur die nötigsten Bosse hinzugenommen und alle anderen so, die auch Bosse sind, aber halt weniger wichtig sind, rausgelassen. Finde ich nicht so gut. So, weg damit. Und bam. Weg mit euch. So, komm schon. Weg mit euch. So, ich versuche jetzt. Ah, verdammt. Ich habe falsche Tastenkombination. Bam. Levelaufstieg. Bam. Oh ja, ich liebe es, wenn man so wirklich hauen kann. Und Ruffy ist immun gegen Schüsse. Da er ein Gummimensch ist, tut ihm das gar nichts. Achso, haben Kampfeswillen schon verloren. Mann, seid ihr Weichlinge. Ihr könnt ja mal gar nichts. So, ich speichere. Speichern ist wichtig, ne? Ba-ba-ba. Och Gott, gegen Perle hätte ich so gern gekämpft. Das wäre so lustig gewesen. Aber vielleicht kommt er noch. Obwohl ich es eher bezweifle. Also die lassen wirklich hier die... einige Leute wirklich raus. SP voll. Okay, Sanji. Der will immer noch nicht. Der will halt nicht so richtig Pirat werden, ne? Will er nicht. Der will lieber das Restaurant weiterführen. Sorry. Frosch im Hals. Anstatt mit uns coole Abenteuer zu erleben. So ein Mongo. So. Gum Gum Rakete. Hoppa. Einmal drehen. Da würde ich jetzt nicht fliegen, weil... keine Ahnung. Könnte wehtun. Deswegen nehmen wir das da. Rakete. Einmal drehen. Nochmal drehen. Und hier halten. So. Dann schnappen wir das da. Na. Nein! Ah! Ganz ehrlich, ich sollte die Kreistaste mal einfach nur absperren. Dass ich die nicht mehr so benutze. Und sonst mache ich mich hier echt zum Affen, dass ich die nicht gegen Gegner verwende, sondern für irgendwas, für die Luft. Die Luft ist mein Feind. Guter Job, Benny. Die Luft hätte echt gefährlich werden können. So, und dann wollen wir uns weiterschießen hier. Bumm! Oh, ich wollte schon sagen, oh, ab ins Meer. Hui. Hui. Wow, einmal drehen. Oh, ich finde das so cool gemacht irgendwie. Hoppa! Einmal kreuz und quer. Bazooka! Geht mal weg hier. Och Gott, sind hier viele. Jetzt muss ich erstmal Platz machen hier. Bam, weg hier. So, jetzt machen wir Platz hier. Bumm, Bazooka. Und wer bist du denn? Tschüss. Bam. Ha. Ach, nochmal speichern. Ja, warum nicht eigentlich? Ich meine, dann geht irgendetwas schief hier und dann muss man wieder die Schritte davor machen. Also mit Speicherplätzen sind sie ja sehr, sehr großzügig, muss ich sagen. Gefällt mir. Ach, was mir eingefallen ist, was ich mal auch anmerken wollte, was fehlt. Irgendwie fehlt das Blut hier. Ich weiß, ich glaube, das Spiel ist ab 12. Daher verständlich, dass überhaupt kein Blut gezeigt wird. Aber naja, ein bisschen kann man schon. Also das sah mit Falkenauge schon ein bisschen komisch aus. Dass er Zorro aufschlitzt und überhaupt kein Blut ist zu sehen. Oh, du Scheiße. Was habt ihr denn für ein Problem? 1, 2 und... bam. Und... euch hau ich auch noch weg. Bazooka. Meine Fresse, sind da aber viele von euch. So, alle K.O.? Nein, nein. Bam. Och, bald setze ich bestimmt auch wieder die Supertechnik ein. Und zwar auf Gegnern. Bam, bam, bam. Oh ja, ich liebe es so zu kämpfen. Und. So, du bist auch kaputt. Don Creek! Er steht bereit. Kämpfe dich zu Don Creek vor. Oh, Fleisch. Oh, trinken. Und schon wieder speichern. Die sind echt großzügig. Die sind echt großzügig hier. So, jetzt wird Don Creek aber ordentlich verklöppt. Das machen wir. So, wie komme ich da am besten hin?
indem wir fliegen. Gum Gum Rakete. Puh, eine Linksdrehung. Und nach unten. Wir greifen wieder. Meine Fresse, braucht man Reaktion hier. Wow. Wow. Und nach unten. Und wieder umgreifen. Und wieder umgreifen. Wow. Und nach rechts. Und nach links. Und durchbrechen. So. So, leider hat Don Krieg nicht untertrieben. Sein Panzer ist wirklich hart. Und er hat Waffen wie sonst was. Vor allem sein Hammer hier explodiert bei Berührung. Von daher muss man aufpassen. So, jetzt kriegst du erstmal einen Schlag, du. Bam! Oh, verdammt. Der kann böse umschlagen. Huhu. Vielleicht sollte ich... Ah, vielleicht funktioniert sogar Bazooka ganz gut. Also, vor dem muss man aufpassen. Der hat wirklich Waffen wie sonst was. Wow, wow, wow. So, ein Schlag weg. Wow, wow, wow. Ja, das habe ich auch noch vergessen. Seinem Schild war ja ein Maschinengewehr. Au. Aber ich muss erstmal die hier loswerden. Kann ich die mit Ballon vielleicht abwehren? Oh, verdammt. Jetzt habe ich die Zielerfassung rausgenommen. So, jetzt muss ich erstmal wieder Platz schaffen. Oh Gott, Leute. Was seid ihr denn für Tuppis? Au. Wie ist der denn an mir rangekommen? Ach du Scheiße, du. Na du. Jetzt verschwindet ihr mal. Don Krieg hat's auch noch umgehauen. Das gibt's doch nicht. Wie viele von euch gibt es? Bam, bam, bam. So. Jetzt nochmal. So. Geht mal weg hier. Ihr seid doch total bescheuert. Bam. So. Oh, Vorsicht. Bam, bam. Hä? Alter, ich bin dich doch am Angreifen. Wie kannst du dann zurückschlagen? Das ist gegen die Regeln. Und jetzt. Nochmal. Du hast meinen Kombo hier einfach so abgebrochen. Du Arsch. Puh. Meine Fresse. Hier sind mir viel zu viele Gegner. So. Oh nein. Oh mein Gott, mit dem Möwe geht's ab. Huah. Einmal nach oben. Bam! Nackenschlag. Halte dich bereit. So, ich brauche aber Leben. Jetzt allmählich. Au! Mann, Mann, Mann. Also was Don Krieg gerade abgefeuert hat, er hat eine Giftbombe, eine Chemiebombe in seinem Schild drin, die er abfeuert. Im Anime hat er die eingesetzt und, ihm interessiert überhaupt nicht, ob seine, sagen wir, Kameraden mitvergiftet werden. Alle mussten eine Gasmaske tragen, der keine hatte, hat er halt Pech gehabt. So, mein Gott, jetzt werde ich aber gerade genervt. So, jetzt geht mal weg hier. 500 Gegner erledigt. Den habe ich auch weggeschlagen. Mann, ich muss mich nur noch um den da kümmern. So, Leben dazu. Bam, bam, bam.
Und... Boah, also mit diesen Kanonen hier wird's richtig böse. Hoppa. MH5 oder so hieß das. Gum Gum! Bazooka! Gum Gum! Bazooka! Destroyed! So. Gum Gum! Hammer! Arang! Ha, ha, ha!帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前、俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか。いや。なんだ、知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ。 おい、なんだ、このヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんな、クソじじい。てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞ、ちびなす。クソ。 このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。 待てよ、 俺も行くよ、連れてけ。 付き合おうじゃねえか、海賊王への道。 馬鹿げた夢はお互い様だ。 俺は、俺の目的のためにだ。 いいのか、挨拶。 いいんだ。 おい、 サンジ、風邪ひくなよ。おなじ、長い間クソお世話になりました。 この子は一生忘れません。クソ、誰が寂しいぞ父よ。バカ野郎どもが。男は黙って別れるもんだぜ。また会おうぜクソ野郎ども。 To be continued. So ist also Sanji der Piratenbande beigetreten. Heilige Kacke, ich sammle Münzen hier. Heilige Kacke, du. Was gar nicht so deutlich wird, also Sanji war eigentlich nie richtig beliebt bei den Köchen. Der war halt, ja, keine Ahnung. Wie soll man das so sagen? Er hatte halt mit dem Chef viel durchgemacht. Und er wurde dadurch halt sein Vizechef praktisch, sein Küchenchef.
und die anderen haben ihn nie richtig gemocht. Und dadurch, dass er halt jetzt diese emotionale Szene hatte, wurde das halt wirklich emotional und so. Das kam hier jetzt nicht so richtig deutlich. Don Krieg Medaille erhalten, Chef Medaille, Ruffys Zeichen, Namis Zeichen. So, aktuell in der Nähe von Dada fügt von Herzchen, ja, aber was soll diese Herzchen? Liebe, in der Nähe von Liebe? Nee, ich glaube, ich bleib dabei. Das hier nehmen wir aber mit. So. Dann gibt's noch Level Up. Sauber. Alles klar. Fächer erhöht um 1 bei der Schatztafel von Ruffy. Okay. Seitenfach. Du kannst jetzt Seitenfächer verwenden. Die Sternchen der Münzen in den Seitenfächern werden zu den Sternchen der Münzen in den Hauptfächern hinzugefügt, damit du deine Fähigkeiten weiter ausbauen kannst. Außerdem kann die Kompatibilität zwischen benachbarten Münzen einen Symbiose-Effekt erzeugen. Das erhöht die Sternchen der Münzen im Hauptfach zusätzlich. Und wenn die Münze über einen Seitenfacheffekt verfügt, kannst du ihn aktivieren, indem du die Münze in ein Seitenfach einsetzt. Nimm dir ein wenig Zeit, um über die bessere Anordnung der Münzen nachzudenken. Okay. Also das da klingt irgendwie schon, sieht scheiße aus ein bisschen. So. Dann setzen wir mal Ruffy rein. So, was kann denn so Symbiose verursachen? Ich glaube an sich, wir setzen mal hier so rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Strohhut irgendwie eine Symbiose entwickelt. Verteidigung wird dadurch erhöht. Namis Zeichen, ich finde das so cool. Zorros Zeichen haben wir auch. Nehmen wir doch mal Strohhut. Gesammelte Besitztümer. Okay. Setzen wir einfach mal so ein, denke ich mal, oder? Ja. So, jetzt habe ich Sanji in den weiteren Logs drin. Du kannst jetzt Ruffys R1 Einzelaktion Gum Gum Hammer einsetzen. Ach, damit haben wir Don Krieg aber auch nicht gepwnt. Und dadurch wurde Ruffy erst berühmter, kann man sagen. Dadurch wurde er berühmt, dass er halt Don Krieg, den stärksten im East Blue, besiegt hat. Und dadurch wurde Ruffy praktisch mit seinem Kopfgeld zum meistgesuchten Piraten im East Blue. Okay, dann war es das mit dieser Episode. Was ist denn die nächste Episode? Das Monster von der Grand Line. Oh, wir wissen, wer das ist, oder? Ja, ich rieche Arlong. Oh, den wollte ich schon immer mal kaputt kloppen. Oh ja, ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part dabei, wenn es heißt Fisch zum Essen. Bis dann.